Und herzlich willkommen heute hier zur Sunshine Show mit mir, Lisa Sunshine. Und heute heiße ich einen besonderen Special Guest willkommen. Simone Jordan. Seit wann spielst du denn schon, dass du so gut bist? Ich spiele seit 12 Jahren Handball. Aber hattest du auch jemanden, zu dem du raufgeschaut hast, der dir Hoffnung gegeben hat? Ja, ich muss schon sagen, meine beste Freundin hat mir ziemlich viel Mut gegeben und sie hat mich halt auch sehr unterstützt. Wie war denn deine Vergangenheit? Ich muss sagen, ich fand meine Vergangenheit schon ziemlich scheiße. Also ich erinnere mich nicht gerne an meine Vergangenheit. Ich wurde damals rumgeschubst, niemand hat mich so sehr gemocht, außer meine beste Freundin. Ich wurde auf dem Schulhof mit Papierbällen beworfen. Niemand hat zu mir gestanden, alle haben gelacht oder sind weitergegangen. Meine beste Freundin mit mir geredet und halt gefragt, was los ist. Ja, das klingt wirklich echt schlimm, aber wie hat dir das Interview denn sonst gefallen? Also das Interview hat mir ziemlich gut gefallen eigentlich, aber ich denke eigentlich nicht so gern an meine Vergangenheit, da ist bei mir immer noch sozusagen Schäden ausgelöst hat. Naja, das war's dann heute aber auch schon wieder. Tschüss! Und vergesst nicht, helfen statt helfen.